Hi Annika, lange nicht mehr gesehen, wie geht's dir? Sophie, ja, eigentlich ganz gut. Wie geht's denn dir? Ja, auch ganz gut. Also Homeoffice, aber das hat ja jeder jetzt aktuell. Ja, Und kann man bei nie dir? ändern, ne? Sieht bei dir im Hintergrund auch noch zu Hause sein aus. Es gibt genug zu tun. Oh, schau mal, ich wollte es dir erzählen. Ehrlich, vor ein paar Tagen war hier so eine mega ätzende Corona-Demo mal wieder mit Autos. Also mehrere, also 100 Autos ist natürlich wie immer übertrieben, aber also schon knapp dran. Fahren vorne an der Straße vorbei, alle hupen, alle. Ich hasse Corona-Demos, ehrlich, so unnötig. Gegen was wollen die demonstrieren? Sind doch alle Fakten klar, oder nicht? Also. Ja, ich weiß nicht, also ich fand bis vor kurzem Corona-Demos auch immer irgendwie so völlig unnötig und völlig blöd. Vor allem diese Krachmacherbleche finde ich immer ganz schrecklich, also die finde ich immer noch doof. So Aber laut, ja. dann bin ich letztens über einen Marktplatz gelaufen, zufälligerweise, als tatsächlich so eine Corona-Demo stattfand. Und dann hat in dem Moment, als ich drüber gelaufen bin, die Rednerin gerade hinterfragt, wozu, also was denn mit dieser ganzen Pandemie gerade los ist, also wirtschaftlich gesehen, für manche Leute ist das ja der totale Ruin oder dass es auf sozialer Ebene ihnen schlecht geht und es gibt trotzdem noch irgendwelche Leute, die Profit rausschlagen. Und das sind ja zum Beispiel die Pharmakonzerne. Und die hat sie zumindest erwähnt und dann dachte ich so, dann muss ja vielleicht was dran sein oder ist da was dran? Ich schaue mal nach, ich belese mich mal, ich recherchiere. Und da war ich auf verschiedenen Internetseiten und Foren unterwegs und bin da auch über einen Artikel gestolpert, über einen wissenschaftlichen Artikel, dass das Ganze eigentlich ein künstlicher Virus sein muss. Und Was ist denn ein künstliches Virus? Also ich kenne nur natürliche Viren. Was naja, ist das denn ist aber, künstlich? also naja, einfach so, dass auf natürlichem Wege Corona eigentlich nicht entstanden sein kann, weil auf natürlichem Wege so ein schlimmes grassierendes Virus gar nicht entstehen könnte. Und da fragt man sich ja, gut, Corona gibt es ja trotzdem, also wie ist das denn entstanden? Virus ist doch immer natürlich. Naja, nee, aber die sind ja dann meistens nicht so vehement und so stark. Und deswegen muss es eigentlich ziemlich genau so abgelaufen sein, dass Corona in einem Labor gezüchtet wurde oder halt von so einer Elite quasi im Labor züchten gelassen wurde. Ach naja, du weißt ja, was ich meine. Schon mal, darf ich dann fragen, welche Elite? Also ich kenne kein Virus aus dem Labor. Wer hat schon ein Labor? Naja, darüber wird natürlich nicht in dem Sinne in den großen Medien berichtet. Nee, in der Na, mit Tagesschau. der Elite. Aber Nee, die welche Elite? Tagesschau. Welche Elite? Naja, um jetzt zum Beispiel zwei aktuelle Beispiele daraus zu nennen, sind Bill Gates oder George Soros, aber das ist ja eigentlich klar. Okay, also davon habe ich echt noch nichts gehört in der Tagesschau. Wirklich nicht. Also. Ja, die berichtet halt darüber nicht, weil sie es nicht weiß. Okay, also da bin ich so ein bisschen überfragt, weil da bin ich nicht im Thema, nicht so tief drin, anscheinend du. Ja, wie wäre es denn, wenn wir uns, keine Ahnung, wenn wir nochmal telefonieren, wenn ich da besser im Thema drin bin, weil du jetzt anscheinend mega informiert bist und ich da jetzt noch Ja, nicht so das hat was mich halt weiß. interessiert. Diese Frage hat mich einfach total beschäftigt, wie wir denn jetzt in der Situation gerade sind, oder wie das gerade alles zustande kommt, dass wir jetzt in so einer Situation sind. Und deswegen habe ich mich da viel informiert. Aber klar, mach das ruhig auch und dann können wir ja nochmal telefonieren. Ja, ich frage mich gerade, wo du deine Infos so her hast oder so. Irgendwie komisch. Aber ja, lass uns auch mal irgendwann telefonieren. Soll ich mich einfach nochmal bei dir melden? Gerne. Okay. Supi. Ciao. Ciao, ciao. Irgendwie komisch, oder? Also, naja, mal gucken, was sie dazu sagt. Ja, ich weiß nicht, muss ich nochmal drüber nachdenken. Bis dahin, ehrlich, was soll ich denn da machen? Also irgendwie fand ich ihre Punkte schon komisch. Aber wie kann ich denn da jetzt vorgehen? Also mich selbst belesen, das finde ich ja, also ich dachte, ich sei belesen. Ich glaube, ich frage mal irgendwelche Experten. Aber wer ist Experte? Also welche Themenexperten kann ich dann da nehmen? Ich glaube, ich nehme einen Psychologen. Ist ja ein psychologisches Thema. Ja, ich frage einen Psychologen. Ja, hier ist das Psychologenteam. Es gibt
vier Grundbedürfnisse, das psychische Grundbedürfnisse des Menschen. Das eine ist Kontrolle und Selbstbestimmung, das zweite Bindung, das dritte Selbstwertgefühl und das vierte ist Lust und Unlust. Und diese vier Grundbedürfnisse hängen miteinander zusammen. Sie sind nicht immer kontinuierlich erfüllt, aber der Mensch strebt danach, diese Befriedigung und Erfüllung zu erlangen. Genau, aber wenn dann gerade wie jetzt in der Corona-Krise noch eine persönliche Krise dazukommt, dann ist ein Defizit in den psychischen Grundbedürfnissen natürlich noch höher, sodass einige Menschen halt bei Gruppen wie Corona-LeugnerInnen den Halt suchen. Das ist zum Beispiel, wenn jetzt eine Trennung des Partners zusammenkommt mit der Corona-Krise, dann strebt man natürlich viel mehr nach Bindung und ist auch viel empfänglicher für solche Gruppen. Und ja, damit man das aber alles noch ein bisschen gesellschaftlich betrachten kann und besser einordnen kann, sollte man das vielleicht auch sozialwissenschaftlich betrachten. Da gibt es SozialwissenschaftlerInnen, die das machen können. Da haben wir auch, kann ich dich verweisen an einen. Genau, hier ist die Sozialwissenschaftlerin. Es ist super, dass du dir Hilfe suchst bei solchen Problemen mit deiner Freundin, weil man, wie die PsychologInnen auch hervorgehoben haben, da nicht einfach drüber weggehen sollte, weil halt jeder Mensch Bedürfnisse hat und man immer gucken muss, was ist eigentlich der Kern des Problems. Wenn aber jemand, wie zum Beispiel deine Freundin, einfach nur aus Kuriosität, aus Interesse und vielleicht auch aus einem gewissen, ja, aus einem gewissen Defizit, vielleicht so einem Missstand in der Gesellschaft, mit dem sie nicht zufrieden ist oder wo sie sich immer wundert, was ist denn da los, auf so eine Verschwörungserzählung aufmerksam wird, gibt es vier grundlegende Funktionen, die Verschwörungserzählungen nutzen und bedienen, um ihre AnhängerInnen an sich zu binden oder auch neu zu rekrutieren. Und das ist also so, wenn jemand quasi sich fragt, wo kommt denn jetzt beispielsweise das Coronavirus eigentlich her, das kann doch alles gar nicht sein und so weiter, dann bietet dir plötzlich diese Erzählung eine Erklärung und macht die Welt, die total kompliziert scheint, greifbarer, fassbarer und irgendwie bricht es auf einfache Lösungen herunter. Und dann haben die PsychologInnen ja auch betont, dass es dieses Bedürfnis nach Bindung gibt. Und auch heute in unserer übelst schnellen, sehr individualistischen Gesellschaft ist es so, dass viele irgendwie, gerade auch bei Corona, wo jeder für sich alleine ist und man auch irgendwie inzwischen das so satt hat, immer nur bei sich zu sein, dieses Bedürfnis nach Bindung hat. Und da ist wieder die Verschwörungserzählung, die dir die Möglichkeit bietet, dich einer Gruppe zugehörig zu fühlen. Das ist die Identitätsfunktion. Und diese Gruppe ist nicht nur irgendeine Gruppe, sondern man geht gleich noch mit dem Narrativ dahin, wir sind die Guten, wir sind die, die verstanden haben, wie es läuft. Und dann kommen zum Beispiel solche Elitenerzählungen, die die dann auch ein klares Feindbild schaffen, was man halt direkt als böse und meistens auch nicht nur irgendwie böse, sondern auch entmenschlichend definiert. Das heißt, die töten Kinder, die stehlen Seelen, die machen ganz, ganz viele schlimme Sachen, die für alle zu verurteilen sind. Und man lädt das Ganze sehr moralisch und auch emotional auf, sodass die Menschen sich dann denken, hey, da muss ich was dagegen machen. Und da kommt die Manipulation ins Spiel. Also auf die Weise, dass es halt so moralisch aufgeladen wird und so emotional, werden die Menschen manipuliert, sich da weiter hinein zu denken. Und auf die Weise schafft die Verschwörungserzählung sich selbst die Legitimation zu auch gewalttätigen Handlungen oder auch, es ist nicht systemkonform Handlungen, weil man würde ja sagen, okay, wenn du ein Problem mit der Gesellschaft hast, dann versuch darüber zu diskutieren, versuch in den Austausch zu treten und auf demokratischen Wege das zu machen. Die Verschwörungserzählungen sagen aber, nee, die machen das ja auch nicht, die wollen uns vernichten und deswegen ist Gewalt fordert gewalttätige Reaktion, weil anders kann man mit denen nicht reden und so rechtfertigt sich das selbst. Und was sehr, sehr wichtig ist zu wissen, ist, wo kommt denn sowas, also oder wer ist denn eigentlich der dann die Bösen sind? Und das hat oft was mit Antisemitismus zu tun
antisemitische Strukturen, die schon seit dem Mittelalter bestehen. Da bin ich aber nicht die Expertin. Deswegen würde ich dich jetzt weiterleiten an unser Antisemitismus-ExpertInnen-Team. Genau, hallo, dazu gehöre ich. Und ja, wie die Sozialwissenschaftlerin schon erzählt hat, gab es vor allem gegen JüdInnen schon immer Verschwörungserzählungen. Also das fängt an mit zum Beispiel der Tatsache, dass den JüdInnen die Schuld an der Pestepidemie zugeschrieben wurde. Und es gibt auch viele andere Mythen, die dann, also die ich jetzt nicht erklären kann, weil es sehr so viele sind, die dann schon ab dem Mittelalter bis heute zu Mord und Verfolgung der JüdInnen führten. Und auch viele heute bekannte Erzählungen übernehmen eben antisemitische Mythen oder haben Parallelen dazu. Genau, oder sie haben eben Parallelen auch zu aktuellen Erzählungen, wie meine Kollegin bereits gesagt hat. Eine ganz konkrete Sache, die wir da nennen können, ist die aktuelle Corona-Pandemie. Wie meine Kollegin erzählt hat, da war früher die Idee, dass Jüdinnen und Juden verantwortlich sind für die Pest. Das hat zu sehr schlimmen Folgen geführt. Und auch heute bei Corona sagen ganz viele VerschwörungstheoretikerInnen, dass Jüdinnen und Juden da dahinter stecken. Eine Sache, die ganz typisch ist für solche Verschwörungserzählungen, ist, dass von einer gewissen Elite ausgegangen wird. Was ist diese Elite? Es soll eine Gruppe sein von Menschen, von einigen wenigen reichen Einfluss von Menschen auf dieser Welt, die von oben herab sozusagen mit ihrer Macht sämtliches steuern sollen. Und warum ist das jetzt eine antisemitische Idee, diese Elite? Nun, es wird ganz oft davon ausgegangen, dass jüdische Personen da drinnen sitzen und die vor allem von jüdischen Personen kontrolliert und gesteuert wird. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Mark Zuckerberg, der Facebook-Chef und Gründer, der mit seiner Macht, mit seiner Plattform, mit seiner Position eben laut diesen Erzählungen, laut diesen VerschwörungstheoretikerInnen und wenn diese Leute an diese Idee glauben, dass der dann zum Beispiel ganz viel steuern soll in dieser Welt. Ganz wichtig zum Abschluss ist natürlich zu sagen, und das muss jeder und jede hier verstehen, dass das natürlich nicht mal eine wissenschaftliche Theorie ist, sondern das ist eine reine Erzählung. Das ist wissenschaftlich nicht im Ansatz wahr. Genau, und all dieses Faktenwissen über Verschwörungserzählungen hilft einem natürlich nicht, wenn man nicht auch weiß, wie man darauf im Alltag reagiert. Und deswegen übergebe ich jetzt an den nächsten Experten. So, jetzt hört man mich. Hallo Sophie. Ja, erstmal würde ich dir empfehlen, ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht zu suchen, da man so Menschen oft viel besser erreicht als über ein Telefonat oder andere Mittel. Und anfangs würde ich versuchen, erstmal eine harmonische Basis zu schaffen, also vielleicht nach Ängsten und Sorgen zu fragen und die vielleicht auch zu teilen und dein Verständnis diesbezüglich mitzuteilen. Ich denke, bei Corona können wir das alle sehr, sehr gut verstehen. Aber ebenso wichtig ist es auch, dass du ganz klar deinen Standpunkt auch klar machst und auch dabei bleibst und den ja auch sozusagen der anderen Person näher bringen möchtest. Da solltest du anfangen, dass du erstmal auf den Ursprung eingehst, dieser Verschwörungserzählung, also nach den Quellen fragst und den vermeintlichen Fakten. Wenn sie vorhanden sind oder mit dir geteilt werden, dann solltest du dir die auf jeden Fall genauer angucken und die Aussagekraft von denen hinterfragen. Und wenn du das tust, kannst du auch schon auf Ähnlichkeiten achten zu typischen Strukturen von Verschwörungserzählungen, die jetzt bei den vorangegangenen Expertengesprächen dir ja auch wahrscheinlich schon zugetragen wurden und gerade nach denen halt Ausschau halten. Als Antwort darauf, wenn du die hinterfragt hast, solltest du deiner Freundin vielleicht auch eigene Quellen zur Verfügung stellen, damit sie sich ein anderes Bild machen kann. Eventuell auch so eine Art Faktencheck. Dabei aber auch bedenken, dass du sie nicht überschwemmen solltest damit, damit das immer noch auf einer Augenhöhe bleibt und sie genug Freiraum hat, sich das anzugucken. Ja, und wichtig ist auch, dass du ihr natürlich ausreichend Zeit gibst. Also eventuell ändert sich das jetzt nicht innerhalb eines Gespräches. Und je nachdem, wie sich das entwickelt, ist es aber auch wichtig, dass du Grenzen für eure Freundschaft setzt. Also wenn sich das nicht bessern sollte, dass du sie vielleicht auch an gewisse Grundsätze erinnerst, auf die eure Freundschaft natürlich auch irgendwo fußt. Ja, ich wünsche dir viel Glück in dem Gespräch. Ja, super. Das hat ja schon mal ein Stück weitergebracht. Ich glaube, mit den Punkten kann ich mich bei Annika melden. Hallo Sophie, du meintest, du wolltest dich nochmal bei mir melden. Genau, das tue ich jetzt. Hi, ich habe
ganz viel, glaube ich, erfahren. Nein, ich weiß nicht, was ich erfahren habe, habe mich ganz viel informiert. Ich wollte mal fragen, ob du mir deine Quellen schicken kannst. Ja klar, gerne. Kein Problem. Also ich weiß sie jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber ich schaue einfach nochmal nach und schicke dir dann die Links. Hast du die? Das ist sehr cool. Dann kann ich mich da auch nochmal gucken, wo du denn welche her hast. Denn ich habe ganz viele gefunden und würde die gleich einmal im Anschluss zu dir schicken, dass du dann auch mal gucken kannst, wo ich mich dann so ein bisschen belesen habe. Und was ich dann so alles rausgefunden habe. Und vielleicht hast du ja mal Lust, dass wir uns irgendwie auf ein kleines Eis und einen Spaziergang oder so treffen können. Und dann können wir einfach auch mal persönlich quatschen. Das ist eine schöne Idee. Das haben wir lange nicht gemacht. Haben wir wirklich lange nicht mehr gemacht, ja. Was hältst du von Sonntagnachmittag, so um 3? Ja, das passt mir, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, dann können wir, du kannst mir auch nochmal dein altes Kuchenrezept mitbringen. Das kriege ich hin, kein Problem. Genau, aber dass wir einfach nochmal quatschen und dann mal gucken, was für Quellen wir auch beide so gefunden haben. Das klingt nach einem Plan. Alles klar, dann bis Sonntag. Tschüss.